sind in Position und boxen auf zum sechsten Rennen, dem großen Preis der Saale Sparkasse, dem BBAG Auktionsrennen, 2200 Meter die Distanz. Und jetzt heißt es einmal anfeuern, liebes Handlenser Publikum, Wheeler Farzburg an der Spitze mit Trupa und Vidalgo, die beiden gehen nach vorne, Vidalgo im Vorteil vor Trupa, dahinter Wheeler Farzburg, dahinter Downtown und Nord Corona und Nordhorn, das sind die ersten sechs Kandidaten, dann La Donna mit Real vor Kamuri, Diamond und am Ende des Feldes galoppiert Gatsby Girl. So geht es durch den Bogen unter der Führung von Vidalgo gleich auf die Gegenseite zuvor. Tupe in der zweiten Position. Dahinter sieht man außen Norton, innen an Wheeler Farzburg mit Downtown, dem Favoriten dabei. Real ist dann dicht auf mit Nord Corona und La Donna mit Gatsby Girl und Kamuri. Diamond weiterhin am Ende des Feldes, aber alles dicht geschlossen unter der Führung von Vidalgo. Geht es auf den Mittelpunkt der Gegenseite zu. Tupe in der zweiten Position. Dahinter dann Wheeler Farzburg mit Norton. Dahinter sieht man dann die Gruppe mit Downtown, mit Innenreal und Nord Corona, dann mit La Donna. Und dahinter sieht man Gatsby Girl mit Unverändert am Ende. Kamuri Diamond, aber alles dicht geschlossen. Vidalgo mit einer Dreiviertellänge weiter vorne vor. Trupe in der zweiten Position. Dahinter dann Innen Wheeler Farzburg. Außen sieht man dann Norton. Dahinter dann Downtown, Innenreal. Dann La Donna an der Außenseite Nord Corona. Und dahinter dann Gatsby Girl mit Unverändert Kamuri Diamond am Ende des Feldes. So geht es in Richtung des Schlussbogens. Vidalgo marschiert. Vidalgo ist weiter vorne mit dem Kommando betraut. Dahinter Trooper mit Villa Harzburg außen. Dahinter dann Norton. Dahinter folgt dann Downtown mit Real vor. Ganz an der Außenseite Nord Corona mit La Donna, Gatsby Girl und Kamuri Diamond weiterhin am Ende des Feldes. Es geht in Richtung des Einlaufs. Vidalgo ist weiter vorne mit anderthalb Längen vor Trooper. Vidalgo vor Trooper. So geht es in den Einlauf. Dahinter dann Wheeler Farzburg, Downtown, dann an der Außenseite jetzt in Angriffsposition. Aber Vidalgo ist vorne, noch 400 Meter. Vidalgo führt vor Trupa in den Wheeler Farzburg. Downtown kommt jetzt am äußeren Flügel, aber Vidalgo noch 300 Meter ist vorne. Vidalgo mit dem Kommando, Downtown kommt nicht so richtig weiter. Vidalgo vor Downtown, Vidalgo vor Downtown. Downtown fasst jetzt aber aus, noch einmal besser an. Vidalgo, Vidalgo ist voraus. Downtown kommt jetzt aber an der Außenseite angeschossen. Und Downtown kommt noch an. Vidalgo ganz knapp wahrscheinlich vorbei. Ich weiß es nicht. Entweder Downtown oder Vidalgo. Die haben es aber wirklich spannend gemacht. Dahinter dann Wheeler Farzburg. Wohl auf dem dritten Platz. Aber ehrlich gesagt, das muss ich mir in der Slow-Mo nochmal angucken. Das ging ja so dramatisch zu. Man hat sich hier auf die ersten beiden konzentriert. Vidalgo ist hier noch vorne. Aber Downtown, Galoppsprung um Galoppsprung, kommt da näher heran an Vidalgo. Jetzt kommt gleich der Zielposten. Vidalgo noch vorne mit einem Hals. Aber es könnte hier an der Außenseite Downtown noch ganz knapp vorbeigekommen sein. Das wird der Richter gleich aufklären. Dahinter dann Wheeler Farzburg auf dem dritten Platz. Und